Seid gespannt. Weiß nicht, wie es weitergeht. Ist egal. Seid gespannt, da kommt der Trailer. Gespannt, ja. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Der letzte Tag des Jahres 2023, der letzte Sonntag im Monat, Silvester und die Rache des Sub. Ja, was will man denn mehr? Das kann nur ein toller Tag werden. Ich sag's euch. Ja, seid gespannt. Alles zusammenkommt heute. Ja, heute Silvester. Und wir hoffen, ja, ihr habt was Schönes geplant. Ja. Aber jetzt so morgens, da hat man ja noch nicht unbedingt was vor. Da kann man sich noch ein bisschen kann von uns noch, berieseln kann lassen. Man noch zuhören. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja. Und wir schauen heute natürlich wieder zurück auf unsere Neuzugänge aus dem Jahr 2020. Dezember 2020, da werden wir uns das Neuzugänge-Video jetzt anschauen. Und schauen, welche der Bücher immer noch ungelesen bei uns sind. Genau. Und wenn die dann ungelesen sind, gibt es die Möglichkeit, die bis zum April 2024 zu lesen. Oh, ewig Zeit. Ist ja noch Zeit. Ewig. Oder, ja, mach ich. Oder wir sortieren sie aus. Oder wenn wir das nicht schaffen, dann bezahlen wir einen kleinen Obolus in unser kleines Sparschwein-Bookie. Genau, wir machen nämlich alle 3 Monate eine Quartalsrache. Da besprechen wir dann, wie es so gelaufen ist in den 3 Monaten. Und da seht ihr dann auch, wie wir uns entschieden haben, mit den Büchern umzugehen. Genau. Und wer das Video im Original sehen möchte, dem würde ich das hier oben auf dem i verlinken. Das ist das Neuzugänge-Video Dezember 2020. Und wir werden uns nachher auch noch ein Unpacking, glaube ich, anschauen. Ja. Weil der liebe Norman von Notizhefte hat uns nämlich Bücher geschickt. Mhm. Und dann auch werden wir auch mal schauen, ob die auch schon gelesen sind oder nicht. Heieieiei. Ja, und das Video verlinke ich euch hier auch schon mal auf dem i, falls das jemand im Voraus schon mal sich ansehen will. Also, wir haben viel zu tun. Jawohl. Packen wir es an. Jawohl. Wir suchen das Video und machen es bereit. Also, es dauert 29 Minuten 51 Sekunden. Das ist immer die gleiche Länge. Ich werde fast erschlagen und ich ahne ganz, ganz Schlimmes. Du bist ich ahne ganz Schlimmes, weil ich sehe da ein Buch. Oh Gott. Aber wir haben beide so Stapel, ne? Ja, du bist beschenkt. Es ist Weihnachten. Das ist bei dir Usus. Es ist Weihnachten. Ach, das ist ja das natürlich. Ist ja Weihnachten das gewesen. Ist ja Weihnachten. Ja, ja, klar, gewesen. Du bist beschenkt. Also, ja, auf jeden Fall. Ich hab, ist logisch. Also, du kriegst ja doch öfter mal was zu Weihnachten in Buchform. Krieg ich, ja. Ne? Bing. Ne? Also, das könnte für dich auch übel eher. Sagen wir, wie es ist. Sagen wir, wie es ist. Das kann sein. Aber wir schauen uns jetzt das Video mal an. Wir sind jetzt ganz entspannt. Starten jetzt erstmal. Ich muss wahrscheinlich noch wieder die Geschwindigkeit runter. Ich bin weil ich habe nämlich gerade noch den Norman von Notizhefte gesehen. Und den hatte ich, wie alle, auf zweifacher Geschwindigkeit. Zweifach sogar. Ja, ich habe das mal auf anderthalb probiert. Ich habe gesagt, oh, schon ich anstrengend. Immer auf zweifach. Ich streiche mir schon über die Stirn. Anja ist schon so ein bisschen. Oh Gott. Anja ist schon so ein bisschen. Ich sehe nicht begeistert aus. Ist so ein bisschen verhalten. Ja, das scheint. Ich habe anscheinend zugeschlagen Weihnachten. Ein reicher Monat, sagt Anja. Die ich sage, ich freue mich jetzt schon auf die Rache. Und jetzt ist sie da. Ja, aber da weiß ich auch schon ein Buch. Bei mir weiß ich ein Buch, schon, was ich definitiv nicht gelesen habe. 12 Bücher! Hatten wir das jemals? Ich glaube nicht. Geschenke. Die hast du alle gelesen, Anja. Deals? Claudia Deals? Claudia, wir hatten... Ich habe auch 10! Ich habe auch 10! Was denn für Deals mit der Claudia? Claudia, du bist schuld. E-Books? Anja, du hast E-Books geholt. Ach, gelesen. Ja. John Mars.
Und das wäre ein E-Book gewesen, hätte ich gezählt, ne? Das waren Deals schon. Wahrscheinlich. Ach, bei dir hätten E-Books gezählt, Fräulein. Aber sowas von. Das stimmt. Genau, das war der E-Book. Wir rasen aber auch schon. Wir rasen zwei Minuten. Wenn wir so, ja gut, bei 12 Büchern musst du auch rasen, bei 29 Minuten. Oh mein Gott, wir pausieren mal gerade das Video. Also, die Claudia ist ja so ein John Mars-Fan und die hat uns auf die Deals aufmerksam gemacht. Das war es wahrscheinlich. Ja, ja. Genau. Und da war es dann die gute Seele von John Mars. Und das habe ich tatsächlich schon gelesen. Das war ja das mit dem Telefon, ne? Ja, ich habe das auch gelesen. Genau, das haben wir beide gelesen. Das war eine Frau, die in einer Telefonseelsorge arbeitet, die eigentlich ja helfen soll, aber eher die Leute dazu bringt, dass sie sich umbringen. Genau. Ja. Genau. Super, fanden wir beide. Das war gut. Das war wirklich gut. Genau. Ja. Ich vergesse nie von John Mars. Das war auch im Deal. Ich glaub, das habe ich auch als Ich glaube, das habe ich nicht gelesen. Von John Mars. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Nee. Doch, habe ich gelesen. Den hast du gelesen? Ja. Das habe ich gelesen. Da geht es um eine. Es kommt mir auf jeden Fall total bekannt vor. Es geht um eine Polizistin, die auch alleinerziehend ist und die ist, ja, das habe ich gelesen, und die ist so einem Serienmörder auf der Spur und es geht so ein bisschen um diese Rolle auch, wenn man alleinerziehend ist als Frau in so einem Männerberuf. Habe ich das auch gelesen? Und ich habe das damals mit der Juli, haben wir das gelesen? Und mit Melanie? Waren wir drei das? Ich habe das auf jeden Fall gelesen. Doch, mal sag mir was. Doch, ich kann es direkt wieder streichen. Ich erinnere mich dran. Das war gut. Das hat uns auch gut gefallen. Habe ich das gelesen? Mir kommt das auch bekannt vor. Da bin ich mir jetzt auch unsicher. Da müsstest du deine John Marston-Ladies mal fragen. Also ich habe das anscheinend auch gekauft. Ja. Und ich könnte gut sein, dass ich das auch gelesen also ich meine, habe. Mir kommt das aber auch unglaublich total bekannt vor. Ja, total. Das war auch richtig aus Thriller. So richtig Thriller-mäßig. Auf jeden Fall. Doch. Also ich meine, ich habe das, glaube ich, mit der Juli gelesen und mit der Melanie. Von Melanie. Oder habe ich das nur durch dich... Nee, die Claudia ist schon, nicht ich. Nein, durch dich kommt mir das so bekannt vor. Ach so. Nee, ich habe es auch gelesen. Dann Rino, weiß ich sofort Bescheid. 4 Sterne. Also, weder bei dir noch bei mir. Und da hat die Claudia ja nichts Schlimmes gemacht. Nein, diesmal. Also, die haben wir die E-Books gelesen. Mensch. Ja, aber ich fand das auch gut. Das war gut. Das kam mir nämlich auch total vor gerade. Ja, die Kindle. Aber hast du gelesen? Habe ich gelesen, ja. Kein Problem. Kein Problem, Claudia, wir haben es gelesen. Alles ist gut. Bist wieder, alles gut. Mach doch einfach jetzt. Ich habe doch tatsächlich Geschenke bekommen. Von Anja habe ich eins bekommen. Oh, der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd von Charlie McKenzie. McKenzie. Ich sage den immer falsch. Siehste? McKenzie. Ich habe es auch schon falsch gesagt. Ja, McKenzie. Charlie McKenzie. Und das habe ich auch gelesen. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Und ich habe das auch schon sehr gerne verschenkt. Und ich habe da sehr positive Resonanzen immer bekommen. Wo ich habe jetzt mal irgendjemand gesehen, der es nicht so gedolle fand. Ach echt? Jenny, warst du das? Jennys Lesestoff? Ja, ich glaube. Ach echt? Ja, ich finde das super. Habe ich mir noch... Was war denn da los mit dir, Anja? Noch ein E-Book gekauft? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Der Zopf von Letizia Colombani, das habe ich noch nicht gelesen. Das hast du als E-Book geholt? Das habe ich als E-Book, wo das so schön ist. Naja, war wahrscheinlich ein Deal. Ich war gerade im Deal-Rausch. Genau. Das spielt ja in Indien, ne? Ist das in Indien? Es sind drei Frauen. Ja. Völlig verschiedene Frauen, die nichts miteinander zu tun haben. Und es spielt auf verschiedenen Kontinenten. So war's. Und die haben aber alle drei eine Verbindung miteinander. Mhm. Und die kommt während dieser, während der Geschichte zu Tage. Mhm. Genau. Und verflechten sich wie so ein Zopf miteinander. Ja. Genau. Ja, das hört sich super an. Ich habe nur Gutes gehört. Maike fand es super. Naja, Ruth fand es nicht so gut. Ach, echt nicht? Nee, Ruth hat es nicht so gut. Ah, okay. Mhm. Nee, aber das muss ich auf jeden Fall lesen. Guck, das ist noch auf dem Kindle drauf. Kann dir das auch gerne leihen. Da liegt's. Da liegt es. Aber ich habe es ja als E-Book gehabt. Du hast es als E-Book, aber ich kann es dir auch gerne als haptisches Buch leihen. Ja, das ist gut, aber ich glaube, ich würde dann tatsächlich mal zum Kindle greifen. Da hatte ich es aber anscheinend auch noch nicht gelesen. Stimmt. Da habe ich tatsächlich auch noch, nämlich tatsächlich auch noch nicht. Ja. Siehst du? Ich habe es auch noch eingeschweißt, sage ich da. Deswegen, dann habe ich das wahrscheinlich so 2021 oder so gelesen. Ja, ich habe es gelesen. Ich habe alle drei gelesen bis jetzt. Stimmt. Ja, da muss ich noch hinterher.
Ja, und das habe ich nicht gelesen. Das Buch, wovon ich öfter gesprochen habe, und es liegt ganz unten auf dem Stapel. Jetzt bin ich habe überhaupt keine Ahnung. Doch. Ja. Und es wird ganz dramatisch. Ja. Heidewitzka, Herr Kapitän. Die Biografie von Barack Obama. Ja, das war ganz schnell. Oh, der erste ein Teil. Verheißendes Land. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon weitere daraus gebracht hat. Es hat über 1000 Seiten. Oh Gott, Maike, du hast alles Mitleid, meine Welt hat so jetzt von mir. Ich würde das wirklich gerne. Also ich hatte auch vielleicht als Hörbuch, ich muss mal überlegen, ob ich mir das vielleicht als Hörbuch gönne oder ob ich das... Das ist wie mit hier, wie mit Romanovs. Mit Romanovs. Das ist halt so ein Ding, ne? Mhm. Ja, das landet... Ja, Michelle Obama habe ich auch noch erlebt. Die kommt später dann. Also Michelle kommt auch noch, ne? Die kommt auch noch. Ja. Ja, und... Naja, ich hab die Obamas beide hier. Also, naja, aber die Frau Obama als Taschenbuch tatsächlich. Okay. Der ist mir nämlich heute Morgen noch über den Weg gelaufen. Mhm. Und ja, es interessiert mich trotzdem sehr. Und ich würde es gerne lesen oder hören. Aber auch da habe ich schon gesagt, vielleicht höre ich es als Hörbuch. Ja. Ich weiß nicht. Ja, das ist, also ich glaube, wenn es die Biografie gibt, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja. Ah. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hast du dir ja. Genau. Ja, aber damit, also wir zeigen anscheinend die von Norman, das Überraschungspaket ist wahrscheinlich schon integriert. Ja. Ist integriert. Es gibt da dieses Video, was ich euch verlinkt habe, aber dann gucken wir uns das natürlich nicht nochmal an, weil wenn die Bücher hier schon mit drin sind, dann bringt das ja nichts, dann nochmal das extra Video zu gucken. Das wäre Quatsch, genau. Das wäre Quatsch. Genau, das ist eine überflüssige Frau und das hat der Norman mir nämlich geschenkt. Und das habe ich mir diesen Monat, weil es auch der 12 Books Liste ist, auf dem Want to Read gesetzt. Da geht es um eine 72 Jahre alte Frau, die kinderlos geblieben ist, die jetzt auch sehr einsam mittlerweile schon ist, weil sie früh verwitwet ist und die sich in der Welt der Bücher so versinkt. Sie übersetzt ihre Lieblingsromane ins Arabische und ja, bin gespannt. Kannst du gleich nochmal in Gänze zeigen? Mach ich, zeige ich dann. Sie hat es ja sogar dabei. Ich hab's sogar dabei. Kann man sogar live einhalten. Anja, ist der Stöpsel rausgefallen. Ich habe aber noch ein kleines Buch geschenkt gekriegt. Das ist nämlich von dem Buddenbrook. Die Weihnachtsgeschichte. Bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Ich halte fest. Ja. Thomas Mann. Weihnachten bei den Buddenbrooks und das habe ich gelesen. Das ist ein richtig kleines Büchlein, das ist hier oben irgendwo. Mhm. Das habe ich aber gelesen. Das ist so eine Erzählung vom Weihnachtsabend der Buddenbrooks und das ist das nochmal da drin. Ja, da sind da Rezepte auch drin gewesen und sowas. Also das ist eigentlich aus dem Roman rausgenommen und nochmal extra. Verstehe. Ganz süßes Buch. Schön. Ja. Da war die Wichtelaktion. Ja, genau. Haben wir gewichtelt. Alles genau. Ist erleuchtet von Jonathan Safran Foer. Genau. Das habe ich gelesen und das hat mich ja leider sehr, sehr enttäuscht. Es geht ja um die Geschichte seiner Großeltern, die den Holocaust überlebt haben. Und das ist halt, der hat eine ganz spezielle Erzählweise. Und ich bin damit einfach nicht wahr geworden. Du hättest es abgebrochen. Hast du es echt? Habe ich nicht. Ich habe das abgebrochen. Du hast es abgebrochen. Genau. Ich wollte gerade sagen, du hast angefangen und hast es abgebrochen. Und ich habe das abgebrochen, weil ich nicht reingekommen bin. Ja, stimmt. Ja. Ich habe den Film danach geguckt. Und der hat mich viel mehr erreicht. Ja, stimmt. Aber ich bin mit der Art dieser Erzählung, genau. Es war auch so ein bisschen derbe, ne? Ja, ja. Der hat eine ganz komische, ganz komisch. Ja. Mhm. Nee, war nicht meins. Hm? Stimmt. Ja, jetzt zeige ich auch mein Wichtelbuch. Mal gucken. Ja, wie schön. Löwenwecken, Eilet Gunder Goschen, das hatte ich heute auch noch in der Hand, wo ich ein anderes Buch gesucht habe. Anja fand das ja unglaublich toll. Ja. Und ich wollte das schon ewig lesen. Eigentlich kann ich jetzt dankbar sein, dass absolut. Es auf der Rache ist. Ich freue mich, dass es drauf ist. Ja. Da überfährt ein Neurochirurg einen Einwanderer und der lässt ihn, glaube ich, einfach da liegen und fährt einfach wieder nach Hause, weil ja keiner irgendwie weiß, dass dieser Mann überhaupt existiert. Da ist. Und ja, ist eine sehr interessante Geschichte, glaube ich. Ja, das ist richtig weil die gut. Frau des Opfers steht auf einmal vor der Tür des Neurochirurgen. Ja.
Und Anja fand es richtig toll. Ja, ist richtig gut. Jetzt gibt es die Büchergilde. Ja, gibt es die Büchergilde und den Quartalskauf, um Jottes Willen. Ja, schade. Anna Katharina Hahn auf und davon. Aus und davon. Aus und davon. Und ich kann euch gar nicht sagen, um was es geht. Ich habe es noch nicht gelesen. Kann ich euch ja dann gleich nochmal vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Ja, geht um eine Familiengeschichte, wie komplex die aufgesplittert sein kann, was eine Familie beeinflusst. Ja, hört sich gut an, habe ich noch nicht gelesen. Schade! Ja, jetzt kommt mein Buch von Norman von Notizhefte, was ich bekommen habe, Vaterjahre von Michael Kleeberg. Und das habe ich tatsächlich leider noch nicht gelesen. Schade! Ja, es geht, wie der Titel schon sagt, um einen Vater und die Familie, also besonders auch die Stellung als Vater oder die Rolle als Vater. Und ich habe es leider noch nicht gelesen. Ja, das kann sie klappen. Wohl auf der Rache. Mhm. Doch, das ist auch ein Büchergilde-Buch gewesen, ja. Eine Büchergilde-Ausgabe. Aber ich habe noch ein Buch gelesen. Ja, das stimmt. Edna O'Brien, das Mädchen, gelesen. Ja, das hast du gelesen. Ja. Das habe ich gelesen und das ist ein sehr schweres Buch, weil das wirklich eine harte Thematik hat und es ist keine leichte Kost. Also da muss man schon bereit für sein, aber es ist wunderschön, das Buch. Also es ist wirklich wunderschön. Genau, das spielt nämlich in Nigeria und es geht um, wird da das Mädchen entführt, genau, und wird da mit ihrer besten Freundin auch zusammen entführt und sind da auf der Flucht. Das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Weg. Also was dieses arme Mädchen erleben muss, ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Und das wird halt wirklich ziemlich gut geschildert. Ja, ja. Aber ein wichtiges Buch, weil sowas tatsächlich passiert. Mhm. Und umso wichtiger ist es, dass darüber auch was erzählt wird. Ich habe letztens auch noch jemand gesehen, der das richtig gut fand und das vorgestellt hat. Ja. Genau. Verstörend trifft es auch ganz gut. Ja. Die Sarah, Sophie. Und Eva von Herz und von Ruth. Von Zwischentau. Ja, Stadt der großen Träume von Frederik Backmann. Das ist der erste Band der, ich weiß gar nicht, wie die Trilogie heißt. Diese Eishockey-Geschichte, diese Stadt, die sich um Eishockey dreht. Ja. Und ich habe letztens tatsächlich nochmal dran gedacht, dass ich das unbedingt lesen möchte. Es ist mittlerweile unter einem anderen Titel erschienen. Ja, das stimmt. Damals Stadt der großen Träume. Und jetzt heißt es, glaube ich, wie... Das heißt jetzt anders. Das heißt jetzt nämlich wie die Stadt. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie die heißt. Björnstadt. Genau. Björnstadt, weil es spielt in Björnstadt. Ja. Genau, und das ist auch die Björnstadt-Reihe oder die Trilogie. Mhm. Und genau, wenn man das jetzt neu kaufen würde, würde dieses Buch Björnstadt heißen. Und ich habe mir aber noch die... Davor geholt, die Ausgabe. Aber das reizt mich auch total. Und da gibt es drei Bücher, wie gesagt, von. Mhm. Das dritte ist Die Gewinner. Und das zweite heißt... Wir gegen euch. Mhm. Genau, und das dritte, Die Gewinner. Das ist, glaube ich, jetzt gerade auch als Taschenbuch. Ja, ist ein bisschen schade, muss ich jetzt gerade sagen. Dass jetzt nochmal eine Neuauflage gekommen ist, weil die natürlich optisch sehr, sehr schön zusammenpassen. Ja, und ich natürlich jetzt die Stadt der großen Träume Ausgabe habe, aber ich finde, die sieht auch ganz die ist gut auch schön aus. Ich muss mal gucken. Ja. Aber ich habe letztens noch gedacht, dass ich das gerne lesen würde. Es geht halt um diese ganze Stadt und um diesen Eishockeyclub, der diese Stadt halt sehr bewegt. Und das muss toll sein. Ja. Nee, da kannst du dich auch echt freuen, dass du das jetzt liest. Ja, ich habe es, wie gesagt, letztens noch im Kopf gehabt, weil ich glaube ich auch noch mal von irgendwem über die Gewinner, weil die den jetzt erst erzählt haben. Genau. Töte mich von Amelie Nothomb. Meine Reihe wird immer länger. Oh, Anja. Oh, Amelie Nothomb. Die Amelie habe ich schon nicht gelesen. Nee, habe ich nicht gelesen. Nee, habe ich nicht. Ich meine nicht, manchmal komme ich auch durcheinander, bin ich ehrlich, aber ich glaube, ich höre mal. Es hört sich schon wieder völlig skurril an. Es geht um irgendwie eine Wahrsagerin im Wald, irgendjemand soll ihn töten.
Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Ich sage euch das gleich nochmal in der Zusammenfassung. Aber so skurril, wie wir Amelie Nothomb kennen, so hört es sich an. Aber schreibe ich auf die Liste, habe ich nicht gelesen. Influenza. Lucy Clark, das Haus am Rand der Klippen. Das zieht ja bei dir dann noch später ein. Das haben wir tatsächlich als Leserinnenbuch ja hier gelesen. Das haben wir mit euch, oder? Ja, das haben wir mal ausgewählt und dann gab es ein Hangout dazu. Ja, genau. Also wir haben es nicht mit einer Plattform gelesen, sondern jeder hat so für sich gelesen und dann haben wir aber ein Hangout dazu gemacht. Genau. Ne? Ja. Genau. Ja, ja, das hat mir ganz gut gefallen. Es war jetzt für mich kein Highlight. Es geht da um so eine Schriftstellerin, die in so einem sehr einsamen Haus wohnt, am Rand der Klippen. Und die das Gefühl hat, weil sie nämlich so ein Flatsharing, also so ein, die hat ihre Wohnung mal vermietet, getauscht mit jemandem und da haben andere Leute da gewohnt und seitdem findet sie es merkwürdig. Ja, sie fühlt sich auf jeden Fall beobachtet. Sie weiß, dass da irgendwas komisch ist. Irgendwas ist komisch, genau. Ja, und naja, es ist irgendwie, ja, irgendwas ist da oder irgendwer war da. Sie ist auch Autorin und schreibt auch Briefe. Briefe und Bücher. Auf jeden Fall ist seitdem was anders. Naja, genau. Naja, also sie hat das Gefühl, da ständig beobachtet zu sein. Und es war so, ja, es war kein Highlight für mich. Aber so war es ein guter Thriller. Okay. Kann man schon echt gut lesen. Ja, genau. Die Schwiegereltern haben mir ein Buch geschenkt. Oh. Die Katze und der General von Nino Haratischvili. Gelesen, genau. Ja, da sage ich auch nochmal, dass es anders ist als Brilka. Das stimmt auch, es ist anders als Brilka. Aber es ist trotzdem einfach richtig gut. Lichter, ne? Ja, ich fand, du musst dich einfach darauf einlassen, dass es anders ist. Das habe ich damals auch gesagt. Aber ich, und das kann man aber auch, wenn man das weiß. Also habe ich auch, glaube ich, weiß ich nicht. Deswegen liegt es nicht da. Ja, liegt eher da, weil es so 1000 Seiten hat. Ich wollte es gerade sagen, weil es so ein Schinken ist, ne? Nein, aber es hat mich wirklich begeistert und es sehr berührt, wie sie das wirklich auch bis jetzt immer geschafft hat, die Autorin. Und es geht um Tschetschenien und um Russland. Und Total interessant. Was so ein bisschen das schwierig gemacht hat, war, dass halt da wirklich Personen drin waren, die teilweise zwei verschiedene Namen hatten. Also die Katze hat natürlich einen Namen gehabt. Ne? Und das hat es manchmal ein bisschen kompliziert gemacht, um durchzublicken. Aber man muss halt aufmerksam lesen. Aber das muss man bei ihren anderen Büchern auch. Also deswegen. Aber ganz, ganz, ganz toll. Ich habe es echt gerne gelesen. Ja. Ja. Aber es würde schon bei dir auf den Ranking, würde das schon so den dritten Platz einnehmen, ne? Ja. Würde es, ja. Mhm. Ja. Das mangelnde Licht war schon auch besser, ja, das ne? war auch schon. Ja, aber wahrscheinlich war es einfach auch so, ging es um Frauen, um Freundschaften, da geht mein Herz da schon noch mal mehr auf. Aber das ist halt auch richtig gut. Ja, also die schreibt einfach auch richtig toll, ne? Ah. Ein Tag und zwei Leben von Adriana Popescu ist gelesen und Anja, hast du es erst so spät bekommen oder mega wie war spät. Das? Wie war denn die Geschichte? Ich habe es eher bestellt als du ich und hast später mega bekommen. Mega spät gekriegt. Ja. Mhm. Und hast später bekommen als ich. Ja. Ja, Anja nicht. Genau, die hatte erst nämlich da zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, ist auf jeden Fall eine Geschichte über ein Pärchen, genau, die sich aber nicht so direkt kriegen. Ja. Ne? Ja. Genau. Alles ein bisschen schwierig, aber toll. Ja, aber toll. Toll! Genau, das war nämlich ihr gesammeltes Buch. Da hatte sie vor Jahren, die Adriana hatte da so Episoden immer jeden Monat oder so rausgebracht. Und das hat sie jetzt gesammelt dann in dem Buch rausgebracht. Es ging um Lea und Damian. Die waren auch beste Freunde. Und da hat sich dann mehr draus entwickelt. Und eine ganz schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, also das aber ist so eine Geschichte from friends to lovers. Oh, voll mega. Ja. Adriana. Ah. Von Adriana Popescu, ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln und das habe ich auch gelesen in der Leserunde mit Maike und lieben andere Menschen und das hat uns sehr, sehr, sehr gefallen. Mhm. Ja, das war richtig toll. Ja. Genau, es geht um Marie, Samuel und Theo und jeder hat so seine Geschichte. Es war toll. Tolles Jugendbuch. Ja. Ja, das war wirklich ein ganz starkes Buch. Mein Gott, wie lange dauert es noch? Ich weiß nicht. Oh Gott! Das habe ich auch heute gesehen, wie ich das Buch gesucht habe.
schmecken. Ach, das ist auch, glaube ich, das geht auch, geht das nicht auch um geht das nicht auch um die Israel-Problematik? Ja. Es ist keine leichte Kost. Nee. Ist auch ein dicker Schinken. Und bei Palästina, Palästina-Konflikt. Ja, Palästina und Israelis. Was könnte im Moment passender sein, als dass dieser Konflikt im Moment ja wieder sehr eskaliert? Mhm. Tja. Ja, müsste ich mich mal ranwagen, ne? Es geht um zwei Männer, der eine Israeli, der andere Palästinenser. Und da wird halt geschildert, wie unterschiedlich das Leben der beiden auch irgendwie da abläuft im Gazastreifen. Mhm. Und beide haben aber auch Töchter gehabt, zwei, jeweils eine Tochter. Und die sind aber beide tatsächlich auch schon gestorben. Mhm. Und zwar früh, im frühen Alter. Und halt auch wegen diesem Konflikt, also wegen diesem Nahostkonflikt da unten und dem Gaza-Konflikt. Und die beiden Männer führen quasi ein symmetrisches Leben, aber es verläuft halt komplett anders und sie kennen sich halt auch und sie sind auch Freunde. Aber das hört sich total... Es hört sich mega an, ich mega. Muss es auch lesen. Es hat Mona Amisyan auch... empfohlen jetzt als Buch, wenn man sich mit diesem Konflikt beschäftigen möchte. Ja. 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 Ich habe, wie gesagt, ich habe es eben noch gesehen. Das ist. Das ist total dick. Das ist richtig dick. Aber gut. Aber vielleicht ist es groß gedruckt. Man weiß es nicht. Bestimmt. Das ist für mich mittlerweile ein großes Kriterium. Ja. Die Druckgröße. Wir sind durch. Wir haben es geschafft, Maike. Oh, wir sind durch. Sind wir wirklich? Aber da kommen noch 4 Minuten. Was machen wir noch? 4 Minuten. Kuscheln? Was machen wir noch? Ah, wir haben 3 vergessen. Ach, siehste. Oh, von Emily Bolt Stolen. Und das ist schon ausgezogen. Von Emily Bolt. Wir haben ja schon beide was von Emily Bolt gelesen. Ja. Und ich mochte das auch gerne, was ich von ihr gelesen habe. Aber das ist ab 12 empfohlen gewesen. Und das habe ich tatsächlich hier weitergegeben an jemanden, wo es gut aufgehoben war. Verboten, verwoben in Liebe ist der erste Band. Weiß ich jetzt gar nicht genau, worum es geht, aber das habe ich weitergegeben. Ja. Ja, das war, haben wir als Aktion damals bekommen von einer Agentur. Und ja, das habe ich aber weitergegeben. Ja. Da hat sich jemand anders gefreut. Das war super schön. Ja. Es war eins der ersten Bücher mit Buchschnitt. Ja. Sei es egal, dein Selbstbewusstsein kann nicht groß genug sein. Da geht es halt um die Selbstliebe, um Selbstbewusstsein, innere Werte und dass man sich nicht dafür schämt, vom Körperlichen, wie man sich aussieht. Nicht vom Schönheitsideal nicht einengen zu lassen. Genau. Darüber haben da zwei Autorinnen, die sehr unterschiedlich sind, die über den Kampf ihres Gewichtes erzählen. Genau. Natürlich noch nicht gelesen, was soll man sagen, ne? Ja, das liegt hier tatsächlich. Ja, das liegt noch da, ne? Mhm. Marie-Louise Ritter vom Nichtsuchen und Alles Finden, das ist eine Influencerin. Mhm. Ich glaube, die hatte ein Buch geschrieben schon vorher. Genau, irgendwie war das die mit den 30 erste Dates? Oder Tinder-Stories. Ach, ein Jahr voller Dates. Da hat sie nämlich da ihre Tinder-Dates verarbeitet. Und das ist jetzt nämlich dieses Nachfolgebuch gewesen, weil sie dann nämlich ihren Partner kennengelernt hat. Aber ich kenne die ehrlich gesagt nicht. Und das liegt, glaube ich, noch hier. Aber ich weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das lese. Reizt mich jetzt auch nicht so. Ja. Nee, genau. Das müsste jetzt aber auch das letzte Buch sein. Ja, ich glaube, das war's. Das war's. Genau. Dann schauen wir jetzt nochmal, welche Bücher jetzt wirklich auf der Rache landen. Mhm. Und erzählen euch dann nochmal mehr zu. Genau. Wie viel hast du drauf? Oh, du hast schon wieder 1, 2, 3, 4. Drauf als ich. Ja, ach, echt? Hast du 5? Ja. Wie kann das denn sein? Du hast so viel mehr Bücher gehabt. Das ist eine Frechheit. Tja. Oh. Entschuldigung. So. Mann. Ja, ich fange an. Ein verheißendes Land von Barack Obama. Das ist der erste Band seiner
Lebensgeschichte oder seiner Biografie. Biografie. Und da sollen noch mehr Bände kommen. Ich weiß gar nicht, hat er denn mehr Bände mittlerweile rausgebracht? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Aber das muss er erstmal überwunden. Es geht ja jetzt erstmal um den. Es geht erstmal um das. Genau, ja. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht. Also ich muss mal sehen. Wir hoffen auf das Hörbuch. Ja. Ja, bei mir war drauf Der Zopf von Letizia Columbani. Da geht es ja um drei unterschiedliche Frauen, die auf drei unterschiedlichen Kontinenten leben, um Smitha, Julia und Sarah. Und sie teilen aber irgendwie ein Schicksal, denn irgendwas in ihrem Leben sind die miteinander verwoben und verbunden. Und das gilt es herauszufinden, wenn man das Buch liest. Und das soll ganz toll sein. Also es gibt natürlich auch kritische Stimmen, aber ich glaube, dass das ein Buch für mich ist. Und das habe ich ja als E-Book. Da freue ich mich drauf. Genau. Mhm. Dann habe ich noch drauf stehen Löwen wecken von Ayelet Gunda Goschen. Und da war Anja sehr begeistert von und dann habe ich mir das nämlich auch noch zugelegt. Mhm. Und da geht es um einen Neurochirurgen, der einen Immigranten anfährt und einfach so liegen lässt, weil er nämlich so denkt, ja, weiß ja eh keiner, dass er da ist und er will natürlich nicht in Konflikt geraten, weil er natürlich schuld ist, diesen Menschen angefahren zu haben. Und fährt einfach weg und wenig später steht aber die Frau des Opfers vor seiner Türe und hat ihn gefunden. Mhm. Und dann nimmt die Geschichte seinen Lauf. Ja. Und das nicht ohne. Bin gespannt. Ist echt gut. Ja, dann habe ich ja vom Norm, von Überraschungspaket, dieses Buch zugeschickt bekommen. Von Rabi Alameddin, Eine überflüssige Frau. Und das klingt auch ganz großartig. So steht es auch hinten drauf, großartig. Genau, Alia ist nämlich 72 Jahre alt und sie lebt allein in einer Wohnung in Beirut. Sie ist schon mit Anfang 20 von ihrem Mann geschieden, habe ich vorhin Quatsch erzählt. Der ist nicht gestorben, sondern sie ist geschieden. Kinderlos und sie ist umgeben von Büchern, denn sie übersetzt nämlich als Buchhändlerin ihre Lieblingswerke ins Arabische. Und das Jahr neigt sich dem Ende und Alia ist jetzt unsicher, welches Buch soll sie als nächstes übersetzen und sie spürt ihr Alter. Und es geht auch um das Leben in Beirut, um die Familiengeschichte und auch um ihre beste Freundin Hannah. Und da freue ich mich sehr drauf. Das war ja auf dem 12 Books, deswegen war das auch ein Want to Read. Genau. Sehr gut. Mhm. Dann habe ich auch vom Norman geschenkt bekommen, Vaterjahre von Michael Kleeberg. Da geht es halt um einen Mann und die Rolle als Vater. Also auch gerade jetzt so in der modernen Zeit und wie man so alles unter einen Hut bekommt als Vater. Und bin ich sehr gespannt drauf. Ist halt eine Familiengeschichte mit besonderem Augenmerk auf den Vater der Familie. Mhm. Genau. Dann habe ich drauf von Anna-Katharina Hahn Aus und Davon. Das habe ich mir als Quartalskauf bei der Büchergilde geholt. Und das scheint so eine Familiengeschichte zu sein. Es geht um Elisabeth, die gerade das Gefühl hat, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren, denn ihr kleiner Enkel Bruno erscheint nicht beim Essen. Ihre Tochter Cornelia nimmt sich mal eben eine Auszeit in Pennsylvania und Stella, das ist die Schwester von Bruno, die treibt sich irgendwo in der Stadt herum und ist nicht mehr erreichbar und Elisabeth hat das Gefühl, dass die Verantwortung, die sie übernommen hat, ihr gerade aus den Händen gleitet. Und sie weiß nicht so richtig, wohin. Und dann hat auch ihr Mann auch noch einen Schlaganfall. Oh mein Gott, die Dinge überschlagen sich. Genau, das muss ich auch noch lesen. Hm. Bin sehr gespannt. Ja, nächste Mal. Ja, dann habe ich noch draufstehen von Frederik Backmann, Stadt der großen Träume. Das ist jetzt aber erschienen unter dem Namen Björnstadt. Das ist der erste Band einer Trilogie. Und es geht um diese kleine schwedische Stadt, mitten im Wald, fernab von allem, was modern und bedeutsam ist. Und die Menschen halten da sehr zusammen und haben halt einen Eishockey-Club, den Björnstädter Eishockey-Club. Und da dreht es sich sehr drum um diesen Club und dieses Eishockey-Team. Und die haben, glaube ich, auch mit einer anderen Stadt, die in der Nähe ist, da so eine Konkurrenz. Und das ist ja immer so, ist das ja, die Derbys und es so, hört sich, es hört sich richtig gut an und ich bin eigentlich auch sehr gespannt darauf. Ja, absolut. Mhm. Dann habe ich noch von Amelie Nothomb Töte mich. Da habe ich ja vorhin sehr wirr geredet, glaube ich, wie immer. Genau, und hier geht es nämlich um die 17-jährige Tochter des Grafen Neville, die Anlass zur Sorge gibt. Denn eines Nachts ist sie nämlich in einem Wald halb erfroren von einer Wahrsagerin gefunden worden. Und als die Wahrsagerin dem Vater die Tochter übergibt, sagt sie zu ihm, du wirst bald einen Menschen töten. Und die Tochter, die kriegt das mit und macht sich diese Weissagung zunutze und sagt, hey, töte mich. Was da jetzt dahinter steckt für eine skurrile Geschichte, da bin ich auch sehr gespannt. Ja.
Und dann habe ich noch Alpeirogon von Colm McKenn. Genau, das ist ein Buch über den, das im Gazastreifen spielt und den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis beleuchtet. Denn die Protagonisten sind jeweils ein Palästinenser und ein Israeli, die beide jeweils ihre Töchter verloren haben aufgrund dieses Konfliktes. Und das wird halt beleuchtet in diesem Buch. Und ja, sie sind eigentlich Freunde. Und ja, es ist natürlich jetzt gerade in der Zeit wichtiger denn je, solche Bücher zu lesen und aktueller denn je, solche Bücher zu lesen. Vielleicht sollte ich mich da, sobald ich da ein bisschen mehr Muße wieder zu habe, mich da mal mit beschäftigen. Du hast ja Zeit bis April 2000. Ja, ja, sicher, das ist ja noch total lang. Also da lang noch hin. Da lang. Da ist ja schon fast wieder Sommer. So sieht's aus. Zumindest Ostern. Mhm. Sollen wir die anderen Bücher dann auch noch benennen, die bei uns liegen, oder ist das für dich schon klar? Ja, also wir haben ja noch diese anderen drei Bücher, also Stolen ist schon ausgezogen von Emily Bold und dieses Size Egal und dieses von der Marie-Louise Ritter, die werden aussortiert, da müssen wir gar nicht die mit auf die Liste schreiben, weil das waren damals zugesandte Exemplare, unangefragt und hat uns jetzt beide nicht so umgehauen und ja. Deswegen, dafür ist der Sub, glaube ich. Ja, groß. Ziehen die weiter, aber vielleicht erfreuen sie dann andere Menschen. Genau. Genau, ja. Ja, das war's. Das war's jetzt mit unseren Büchern. Wie gesagt, wir müssen die bis Ende April lesen. Ist noch ganz viel Zeit. Wir enden das Jahr 2023 wieder jeder mit einem kleinen Packen Büchern, die gelesen werden müssen. Neue Vorsätze können jetzt... Absolut. Kann einfließen in alles Mögliche. Habt ihr euch Vorsätze gemacht oder sagt ihr so ein Schwachsinn, mach ich nicht, bringt eh nichts? Genau. Erzählt uns das gerne und kennt ihr eins der Bücher, die jetzt bei uns auf der Rache gelandet sind, dann schreibt uns das gerne auch in die Kommentare. Genau. Ja. Und dann wünschen wir euch für den Rutsch heute alles, alles Gute. Genau. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Fangt es richtig gut an. Und verabschiedet das Alte, ja, würdevoll, sag ich jetzt mal. Möge vieles, vieles besser werden und bleibt schön vor allen Dingen auf dieser Welt. Auf dieser Welt, genau. Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss.